Liebe Freunde, herzlich willkommen zur Weihnachtsfeier unserer Bürgerinitiative Daimler Fans. Unser diesjähriges Motto: Rüstung unter einem guten Stern, bietet ein treffliches Beispiel für die Arbeit unserer Bürgerinitiative. In einer von Miesmachern, Nörglern und linker Kampfpresse bedrohten Republik, da bemühen wir uns, das Positive herauszustellen, das unser Arbeitgeber ohne Unterlass produziert. Wer gibt uns denn Brot und Arbeit, Unterhalt und Selbstbetätigung? Unser Arbeitgeber. Wer den Arbeitgeber zum Buhmann stempelt, der verdreht doch die sprachlichen Tatsachen. Ist denn nicht mehr geben seliger als nehmen? Unersättlich nimmt der Arbeitnehmer. Wer aber gibt, wessen Gabe, wessen Aufgabe ist es zu geben? Wer teilt mit uns die Arbeit, teilt sie ein? Einer teile des anderen Last ein. Wer aber so gut einteilt, austeilt, verteilt, der soll bitteschön auch das Sagen haben. Das wussten schon die alten Römer, teile und herrsche. Dividende et impera. Gerade in dieser Zeit sehen sich Daimler-Fans heftigen Angriffen ausgesetzt, aber schauen wir mal, was man uns vorwirft. Klären wir ein paar Begriffe. Man schilt uns einen Rüstungskonzern. Daimler-Fans. Rüstung. Das ist doch abgeleitet von Rüsten, Ausrüsten. Noch im Mittelalter stand der Begriff für Waffen und Schmuck. Für Waffenschmuck. Ein Volk rüstet sich, es schmückt sich. Daimler ist der offizielle Ausrüster der BRD. Wir schmücken diese Republik, sind ihre Zierde. Und wir alle, nennen doch ältere, immer noch tatkräftige Mitbürger, voller Anerkennung, rüstig. Daimler-Fans, setzen wir dem diffamierenden Begriff Rüstungskonzern den Begriff rüstiger Konzern entgegen. Es heißt, wir liefern Waffen in Spannungsgebiete. Daimler-Fans, wir wehren uns gegen die negative Besetzung eines so schönen Begriffes wie Spannung. Spannung. Da denken wir an Strom, Erregung, Krimi, an gut gemachte Unterhaltung. Spannung, das bedeutet Abwechslung, da passiert doch mal was. Da aber, wo etwas passiert, wo etwas los ist, da engagiert sich ein aktiver Arbeitgeber wie der unsere. Das deutsche Wirtschaftswunder lehrt uns doch, dass Wohlstand nur aus totaler Zerstörung entstehen kann. Indem er diese Zerstörung mit vorbereiten half, legte unser Arbeitgeber den Grundstein für unseren heutigen Wohlstand. Der Phönix ist ohne Asche nicht denkbar. Da muss man erst mal die Asche machen. Unser Arbeitgeber macht Asche. Für sich und andere. Gute Waffen schaffen Arbeitsplätze hier bei uns und durch fachgerechten Einsatz auch in der dritten Welt. Wir wollen möglichst vielen Ländern der dritten Welt die Chance geben, Phönix zu spielen. Wir schaffen den Frieden. Friede ist eine Asche. Unser Konzern ist ein Befriedungskonzern, ein Befriedigungskonzern. Wir befriedigen die Wünsche der dritten Welt nach guter Rüstung. Wir geben der Welt auch nur das, wovon wir Deutschen am meisten verstehen. Den Ort des größten Friedens. Den nennen wir Deutsche den Friedhof. Daimler-Fans, die Welt hat nicht genug Höfe des Friedens. Eben nicht genug Asche. Asche schaffen mit immer besseren Waffen. Wir schaffen den Frieden, einen Frieden in Freiheit. Einer Freiheit von allem. Einer Freiheit von Presse, einer Freiheit von Meinung. Wir wollen pressefrei und meinungsfrei werden. Dem Schimpfwort der Machtkonzentration setzen wir die Konzentration auf Machbares gegenüber. Machbares rufen wir unserem Arbeitgeber zu. Konzentrationsfähigkeit, das war doch die Stärke unseres deutschen Volkes. Sie stand am Beginn der rasanten Entwicklung, an deren Ende wir alle unser Wohlstandswunder erlebten. Und so feiern wir heute unseren Arbeitgeber als einen rüstigen, befriedenden und konzentrationsfähigen Arbeitgeber, aus dessen Hand wir auch morgen noch die Sterntaler als Lohn unserer Mühen empfangen wollen. Und ich schließe mit dem Kampfruf unserer Bewegung. Wir graben ihrer Zukunft ein Zuhause. Daimler-Fans!